Der deutsche Fußball kämpft um mehr Schiedsrichter, so auch im Kreis in Salzach. Jedes Jahr gibt es zwar Neulingskurse, doch viele angehende Schiedsrichter springen bereits im ersten Jahr wieder ab. Einerseits muss man ehrlich sagen, Anfeindungen vor allem im Jugendbereich von außen und von den Trainern und dann halt auch wieder schulische, berufliche Dinge, wo es dann halt einfach nicht mehr geht, dass weiter Schiedsrichter machen. Ein Patensystem soll Abhilfe schaffen. Angehende Schiedsrichter bekommen einen erfahrenen Schiedsrichter zugeteilt, der ihnen bei den ersten Spielen mit Rat und Tat zur Seite steht. Es ist so, dass der DFB ausgerufen hat, jeder Anführungszeichen Profi-Schiedsrichter von der dritten bis ersten Liga soll in seiner Heimatgruppe einmal Pate machen. Das haben wir mit Michael Bacher vom SV Ammerang, der zweite Bundesliga pfeift, habe mit ihm Kontakt aufgenommen und er hat sofort zugesagt und macht heute eben den Paten beim Raphael Brettschneider vom TV Feldkirchen. Wie ihr alle sicher wisst, es ist super wichtig und essentiell, dass junge Leute sich für das Hobby des Schiedsrichters begeistern, auch wenn es nicht immer ganz so leicht ist. Gerade mit vielleicht dem einen oder anderen schwierigen Trainer oder Elternteil oder auch den Umgangsformen auf dem Platz. Und deshalb ist das Patensystem da, dass wir und ganz, ganz viele andere Kollegen in den Kreisen und Bezirken die jungen Leute da unterstützen, wo es gerade geht und auf ihren ersten Spielen und ersten Schritten begleiten. Seine Schiedsrichterprüfung hat der 15-jährige Raphael Brettschneider bereits hinter sich. Mittlerweile stand er schon bei 16 Spielen als Schiedsrichter auf dem Feld. Durch meinen Stiefvater, weil der schon langjähriger Schiedsrichter ist, habe ich halt öfters mal zugeschaut und gesehen, ja, probiere ich es mal aus und jetzt bin ich halt dabei. Bisher wird das Patensystem bei den Neulingen gut angenommen. Mehrere Jahre werden die jungen Schiedsrichter von einem erfahrenen Schiedsrichter betreut. So lernen sie schneller und werden sicherer. Ja, also bei mir geht es im Wesentlichen als Schiedsrichterpate darum, den Schiedsrichter erstmal, Raphael in dem Fall, bei den organisatorischen Sachen rund um das Spiel zu unterstützen. Da ist er jetzt schon gewissermaßen erfahren. Das ist ja nicht sein erstes Spiel heute. Nichtsdestotrotz organisatorische Sachen und dann natürlich alles, was das Spiel an sich betrifft. Also ich werde mir natürlich das Spiel anschauen, ihm versuchen, dann den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg zu geben und auch versuchen, von außen dafür zu sorgen, dass die Stimmung stets positiv bleibt und er sowie die Jungs und Mädels sich aufs Spiel konzentrieren können. Am vergangenen Sonntag übernahm Raphael Brettschneider zum 16. Mal den Schiedsrichterposten bei einem Spiel in Ostermünchen im Landkreis Rosenheim. Und das unter dem wachsamen Auge seines Schiedsrichterpaten aus der zweiten Bundesliga, Michael Bacher.